Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Es ist immer wieder toll, also nicht für die draußen gebliebenen, sondern für uns quasi, wenn man eine ausverkaufte Vorstellung hat. Der Film, den Sie jetzt gleich sehen werden, Systemsprenger, läuft in zwei Reihen gewissermaßen. Auf der einen in der Reihe Kino-Highlights hier im Haus, wo das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum quasi das Filmjahr 2019 nacharbeitet. Und zum anderen in der Reihe Was tut sich im deutschen Film? Das ist eine Kooperation zwischen dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum und uns, der Filmzeitschrift EPD Film. Mit einem ganz simplen Konzept. Wir zeigen Ihnen immer einen Film, den wir für besonders halten, für wichtig, vielleicht auch für berührend oder herausragend und laden dazu einen Gast ein. Sie werden gleich Systemsprenger sehen, ich meine, das wissen Sie, aber das ist in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Film. Zum einen natürlich aus künstlerischer und thematischer Perspektive, aber auch, weil es vielleicht der Überraschungserfolg des deutschen Kinos im Jahr 2019 war. Sie sehen ja, er zieht immer noch mit knapp 600.000 Besuchern, ohne dass in ihm Elias Mbarek mitspielt oder es eine Komödie ist. Und wir sind froh, dass wir den Produzenten oder einen der Produzenten des Films zu Gast haben, Jonas Weidemann. Und er steht da hinten und vielleicht schon mal ein kleiner Applaus. Wenn Sie nicht wissen, wenn Sie noch nicht Gast in unserer Reihe waren, es wird nach der Vorführung des Films ein Werkstattgespräch geben, das in diesem Fall Urs Spörri vom Deutschen Filmmuseum mit Jonas Weidemann führen wird. Zu den Besonderheiten dieser Reihe gehört auch, dass es immer einen Vorfilm gibt, der thematisch zu dem Film passt. Die Auswahl macht auch Urs Spörri. Und man muss sagen, meistens, nein, eigentlich immer passt es auch. Der Film, das ist natürlich eine Reminiszenz an die große Zeit des Kinos auch, wo ein Vorfilm immer ein beständiger Bestandteil des Vorprogramms war und nicht wie heute, wo es nur Trailer und Werbung gibt. Der Vorfilm, den Sie sehen werden, heißt Der Conny, ihr Pony. Ich kenne den nicht, muss irgendwas Hessisches sein. Nee, nichts Hessisches. Und wurde 2008 realisiert von Robert Pehle und Martin Henze. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und in 5 Minuten sind Jonas Weidemann und ich wieder da. Ja, bitte begrüßen Sie nach diesem echten 35mm Film Jonas Weidemann. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Vielleicht nur noch 2 ganz kurze Fragen vor dem Film. Habt ihr selbst mit diesem doch Riesenerfolg gerechnet? Ja, jederzeit. Nein. nein, also ich freue mich auch wirklich total, dass wieder so viele Menschen hier sind, dass wir heute Abend hinterher auch noch ein bisschen drüber schnacken können. Und in der Tat, klar, jedes Projekt, was wir anfangen, hoffen wir das Beste und vor allem, dass viele Menschen ihn sehen und man hinterher drüber reden kann. Das ist jetzt, wie du eben sagst, dass irgendwie knapp 600.000 in Deutschland ins Kino gegangen sind, damit haben wir nie gerechnet und kann man, wenn man das vergleicht, auch nicht und wird bestimmt jetzt in jeder Finanzierungseinreichung von mir und vielen anderen Produzenten demnächst stehen, das wird bestimmt so wie bei Systemsprenger. Jetzt steht uns ja wieder die Berlinale ins Haus im Februar, der lief ja letztes Jahr auf der Berlinale, da ist ja immer so im Hintergrund die Rede, Berlinale, schwierig mit deutschen Filmen. Ihr habt dort den Alfred-Bauer-Preis für diesen Film gewonnen, der für innovatives Kino quasi ausgerichtet wird. Hat euch das geholfen, bei der Berlinale gelaufen zu sein oder eher nicht?
Doch, absolut. Also dagegen irgendwie die total absurde Reise, die immer noch andauert, da werden wir bestimmt nachher noch ein bisschen ins Detail gehen, eigentlich dann draußen los. Unsere absurde Reise, wo es also plötzlich alles total schnell und immer wieder was Neues, Tolleres dazu kam, ging so kurz vor Weihnachten 2018 los, intern, und dann ab der Pressemitteilung Anfang Januar oder ziemlich genau, ich glaube 11. oder sowas letztes Jahr, dass wir im Wettbewerb laufen, dann auf jeden Fall, weil es auch da halt eine totale Überraschung war, also auch für die Branche. Und so, aha, der Film läuft im Wettbewerb, und da ging es dann eigentlich schon los, dass irgendwie sich verselbstständigt hat im schönen Sinne. Okay. Gibt es noch was die Leute vorher wissen müssten? Genießt den Film. Schöne Grüße von allen anderen Beteiligten, von der Regisseurin, Autorin, von Nora, von den anderen Produzenten, von der kleinen Helena, die ihr gleich in der Figur Benny sehen werdet, und dem Restcast. Und jetzt, genau, genießt den Film, ist intensiv. Der Abspann ist aber lang genug, um kurz durchzuschnaufen, und dann schnacken wir, Urs und ich, hinterher ein bisschen, und ihr fragt hoffentlich alles, was euch interessiert. Und ich versuche, meine Meinung zu sagen, und wenn es Fragen für eigentlich Nora oder andere Kreative des Films Beteiligte sind, versuche ich es in ihrem Namen ein bisschen, vielleicht was sie sagen würden, zu beantworten. Viel Spaß, wünsche ich auch. Großen Applaus, der Produzent Jonas Weidemann, Systemsprenger. Dein Applaus. Naja, und für alle anderen, die daran mitgearbeitet haben. Bevor wir loslegen, haben wir noch eine Sache, die wir diesmal anders machen als sonst, nämlich, und dazu möchte ich erstmal unseren Sammlungsleiter bitte auf die Bühne noch bitten, Hans-Peter Reichmann, der einmal dazu kommt, der auch die tolle Maximilian Schell-Ausstellung da oben gemacht hat, zusammen mit Isabel Bastian. Also nochmal Applaus, ist auch schön, dass du da bist. Denn, das vielleicht vorweggeschickt, wir sind ja nicht nur ein Haus, was Filme zeigt oder ausstellt, sondern wir tatsächlich uns auch drum kümmern, dass das Filmerbe erhalten bleibt, also auch moderne Filme vermittelt werden weiter in dem Publikum. Deswegen hast du was gemacht, Jonas. Genau, ich habe heute ein paar Kleinigkeiten mitgebracht, in der Tat. Das ist die schöne Kombination, wenn ich schon mal hier sein darf. Und wir haben uns vorher darüber unterhalten, und eine kleine, vielleicht plakative Sache habe ich hier ein bisschen versteckt. Genau, wir haben hier nämlich... Das ist die wunderbare. Die Originaljacke. Ja, zum Beispiel. Jedem Schmutz aus dem Wald, quasi, genau. Wie Helena Zengel sie damals getragen hat. Und die mit symbolisch für viele andere Dinge und vor allen Dingen dann auch viel inhaltliches Material, wie das Drehbuch von Nora, wo sie die ganzen kleinen Markierungen und Streichungen oder Ergänzungen reingeschrieben hat, und von allen anderen Departments, werden wir dann hoffentlich bald hier übergeben können ins Archiv und vielleicht irgendwann auch sehen können. Das freut uns natürlich sehr, das Interesse. Ja. Magst du was zu sagen? Ja, er hat ja schon alles gesagt. Wir haben darüber geredet, dass nicht nur die 3D-Objekte ins Archiv kommen, sondern das, was uns natürlich von der filmwissenschaftlichen Seite sehr interessiert, die Arbeitsdrehbücher, auch die gesamten Arbeitsfotos, die ganzen Hintergrundinformationen stehen uns denn, ja, ich denke mal, in einem halben Jahr zur Verfügung für die Recherchen bei uns im Archivzentrum. Danke, schönen Abend noch. Danke dir. Vielen lieben Dank euch beiden, danke für diese tolle Aktion, und schön, dass wir Systemsprenger ab sofort auch als Teil des Hauses hier in Frankfurt haben, nämlich genau gesagt im Fassbinder Center. Ja, vielleicht vorweg für Sie, also wir werden uns zuerst mal so ein bisschen warm grooven, indem wir hier Fragen unter uns stellen, dann ab einem gewissen Zeitpunkt haben Sie dann auch Gelegenheit, Fragen zu stellen, und die Kollegin kommt dann auch mit dem Mikro zu Ihnen. Und wir wollen uns über mehrere Dinge unterhalten heute Abend natürlich. Jetzt haben wir das Glück, mal einen Film erst ein halbes Jahr später fast, also 5 Monate nach Kinostart, hier zu haben und zu wissen, wie unfassbar erfolgreich der geworden ist. Und vielleicht so ein bisschen hinter diese Erfolgsstory zu blicken. Wie hat sich das entwickelt? Also vielleicht so ein bisschen sogar die Chronologie nachzuvollziehen. Was habt ihr anders gemacht vielleicht als andere, was kann man generalisieren, was eben nicht, und dass natürlich trotzdem auch über den Film inhaltlich gesprochen wird, weil das natürlich auch ein wesentliches Argument ist, warum dieser Film so wurde, wie er ist. Und du bist Produzent, also auch das vorweg, wir haben meistens Regisseure hier, deswegen ist das Gespräch natürlich auch nochmal in eine andere Richtung gehend, weil du hast das ja oft planen müssen, was dann die Nora Fingscheid, die Regisseurin, umgesetzt hat. Aber vielleicht sag mal zunächst, diese Story, die hat eine ganz lange Recherche von der Nora, die eigentlich aus einem Dokumentarfilm kommt, hinter sich. Die hat schon sehr, sehr früh angefangen.
Genau, Nora hat arbeitet schon sehr lange im Filmbereich, hat erst an der Filmarche in Berlin, das ist quasi eine selbstorganisierte Filmschule, und dann an der Filmakademie Ludwigsburg studiert und dort fiktionale und dokumentarische Filme gemacht. Und da kenne ich sie auch eigentlich her. Ich habe unter anderem hobbymäßig ein Kurzfilmfestival mal 10 Jahre geleitet und immer gerne ihre Kurzfilme eingeladen. Die Wendland Shorts, immer im Juni, aber halt oben im Norden, also gerne hinfahren. auch wenn ich jetzt da nicht mehr im Programm beteiligt bin. Aber genau, daher kannte ich Nora, und sie ist in der Tat jetzt, muss ich rechnen, wahrscheinlich vor 7 Jahren ungefähr auf das Thema, was zu diesem Film geführt hat, gestoßen, wobei eigentlich die Idee noch viel früher lag. Sie hatte immer den einen Punkt, sie wollte über ein wildes Mädchen eigentlich einen Film machen. So erstmal als Grundidee, ohne viel mehr ein Thema oder irgendwas anderes. Und dann hat sie unter anderem einen Kurzdokumentarfilm vor vielen Jahren gemacht in einem Frauenhaus in der Nähe, ich glaube auch von Stuttgart damals. Und da kam irgendwann ein kleines Mädchen aus ihrer Sicht an, als Neuankömmling. Und sie war jetzt schon ein paar Wochen und fand es da auch relativ hart emotional. Und dann sagte sie, was machen diese Mädchen hier? Und dann sagte die Betreuerin, ja, das ist eine Systemsprengerin, die kommt dann immer an ihrem 14. Geburtstag, ab dann dürfen sie bei uns sein. Und sie war erstmal geschockt damit, aber da kam sozusagen so ein bisschen für sie zusammen. Also es ist kein offizieller Begriff, das ist ein Begriff, der benutzt wird, aber der jetzt nicht im Amtbereich oder im Institutionsbereich offiziell verfestigt ist. Aber er wird benutzt und er besagt halt, dass da Menschen sind, die nicht so richtig reinpassen in die verschiedenen Möglichkeiten, die unser System bietet. Und da kam dann die erste Idee zusammen, wir wollen mit einem Mädchen drehen, das war Nora ganz wichtig, einem wilden Mädchen, und wie sie will da weiter recherchieren. Dann hat sie 6 Jahre lang insgesamt, beziehungsweise 5 Jahre, weil zwischendurch ein Jahr Pause, weil es ihr zu nahe ging, sehr intensiv recherchiert in verschiedenen Einrichtungen, ganz unterschiedlichen Dingen. Vielleicht kurze Nachfrage, Systemsprenger ist ja eigentlich der falsche Ausdruck, weil sie sprengt ja nicht das System, sondern das System hat eigentlich keinen Platz für jemanden wie sie. Absolut richtig, wir haben den Namen, den Titel am Ende benutzt, wir haben ihn bis vor einem Jahr im Dezember quasi, haben wir immer damit gerungen, ob wir ihn wirklich nutzen wollen oder nicht. Aber ja, es ist einfach auch ein geiles Wort. Also es, auch da muss man einfach sagen, so wie der Film fiktional ist, wir haben, eigentlich hast du vollkommen recht, er passt nicht perfekt, weil sie sprengt nicht das System, sondern sie, es gibt halt nicht so richtig einen Platz für Benny in diesem System. Aber es klang für uns am besten für einen Filmtitel. Ich denke auch, war eine gute Entscheidung. Dann ist natürlich die Frage, ab wann wird das so konkret, diese Idee, dieses Recherchieren? Sie hat ein Treatment gemacht, geschrieben und dann mit einem deiner Kollegen zum ersten Mal auch gesprochen, habe ich gelesen, dem Peter Hartwig. Genau, wir sind mehrere Produzenten, 3 Produktionsfirmen, Peter Hartwig mit der Kineo Filmproduktion, ein langer Wegbegleiter vor allem auch von Andreas Dresen. Warum erzähle ich das? Weil das war so ein bisschen der Grund. Die kennen sich aus dem Studium. Er war Dozent an der Film-AK. Und da haben die sich kennengelernt, haben den Dokumentarfilm, der diesem Film vorausgeht, ein langer Dokumentarfilm, mit dem Nora sehr viele Preise gewinnen konnte, den sie in der Recherchearbeit in diesem Jahr Pause gedreht hat, hat er produziert. Ohne diese Welt gewann den Max-Ophüls-Preis und den First Steps Award, was 2 wichtige Nachwuchspreise sind. Genau, und deswegen lag es auf der Hand, dass da die Zusammenarbeit weitergeht. Und ich habe Nora dann mehr so beim Bier an der Bar, auch beim Max-Ophüls-Preis, genau in dem Jahr, als sie mit dem Dokumentarfilm dort lief, 2017 getroffen. Wir waren bei der Eröffnung und fanden die Eröffnung beide nicht so toll in dem Jahr und haben dann da gestanden und gesagt, was machst du denn eigentlich gerade? So, also es war wirklich, wir kannten uns halt lange, aber haben nie zusammengearbeitet. Und da dachte sie, oh, ich suche gerade einen Produzenten, weil ich arbeite mit dem Peter zusammen, aber genau zu dem Drehzeitraum, wo ich drehen muss, Ende diesen Jahres, dreht er Gundermann von Andreas Dresen. Und das wird sich da gegenläufig sein. Und wir müssen aber Ende des Jahres anfangen, weil wir natürlich, also auch in vielen anderen Belangen, immer wieder mit sehr vielen Gesetzen, die uns positiverweise eingeschränkt haben, mit Kindern zu drehen oder so intensiv vor allen Dingen mit der Figur Benny zu drehen, eingeschränkt haben und deswegen den Film auf 2 Kalenderjahre verteilt haben. Und deswegen mussten wir noch Ende 2017 anfangen zu drehen. Und
da haben wir uns dann zusammengematcht und dann kam noch jemand dazu, Frauke Kolbmüller mit der Oma Inge Filmproduktion aus Hamburg, mit der ich dann letztendlich vor allen Dingen ich aus meiner Firma und sie aus ihrer Firma sehr aktiv die ganze Umsetzung begleitet haben. Und ja, dann gab es natürlich irgendwann den Punkt, oder vielleicht, wenn du die Gesetze schon ansprichst, das ist ja wahnsinnig schwierig umzusetzen. Jetzt bist du als Produzent natürlich da derjenige, der dafür verantwortlich ist, was da passiert. Bevor wir jetzt konkret auf die einzelnen Kinder und Figuren und so eingehen, was ist denn da zu berücksichtigen? Ich weiß, da geht es um Drehzeiten, um Drehlängen, um ausreichend Pausen, Eltern am Set, Betreuer am Set. Erzähl ein bisschen, worum es für euch vor allen Dingen ging. Geht um viele Regeln, wobei auf der anderen Seite, es ist gar nicht so schwierig einzuhalten, weil man muss nur auf das Kind gucken oder auf die Kinder. Es ist ja nicht nur in diesem Fall Helena gewesen, aber die natürlich jeden Tag. Also bis auf eine Szene ist sie an jeder Szene. Aber da geht auch gar nicht mehr. Also alles andere wäre überfordernd. Deswegen sind diese Regeln schon die richtigen. Und trotzdem sind es halt manchmal 10 Minuten, wo dann verschiedene Emotionen kämpfen. Da können wir noch eine Einstellung machen, können wir sie nicht machen, nein, können wir nicht. Aber da wünscht sich vielleicht der ein oder andere am Set von der Filmemacherseite, ärgert sich kurz. Aber grundsätzlich sind das schon die richtigen Einschränkungen, die wir da haben, was dazu dann führt auch, dass wir einen sehr langen Drehzeitraum hatten, was sowohl für das Budget als auch für einen fiktionalen Debütfilm sehr ungewöhnlich ist, mit am Ende 67 Drehtagen. Im Vergleich kannst du ja vielleicht mal sagen, wie vielen Tatorts. Ich glaube, 21,5 haben die gemacht oder 22. Also habt ihr dreimal so viel oder mehr als dreimal so viele Drehtage gehabt? Genau, das kann man sich auch eigentlich in dem Bereich nicht so sehr leisten. Das liegt daran, dass dann das ganze Team über einen sehr langen Zeitraum mitgemacht hat. Also, wenn ich das jetzt mal ins Verhältnis setze, wenn ich einen vergleichbar großen Film machen würde, dann sind wir sonst vielleicht mit 30, vielleicht mal 35 Drehtagen dabei, plus 3 Monate. 4 Monate vor Vorbereitung und noch 1, 2 hinterher. Und jetzt saßen wir eigentlich alle zusammen von Juli, August 2017 bis April 2018 komplett zusammen. Aber alle haben das Gleiche verdient wie sonst. Also das war schon das Glück, dass so viele mitgezogen haben da. War da hilfreich? Ich habe gelesen, es gab im Vorfeld schon 3 Drehbuchpreise, die das Buch gewonnen hatte, unter anderem auf der Berlinale den Compagnon-Förderpreis, den ich ehrlich gesagt noch gar nicht kannte. Der wurde in dem Jahr auch eingeführt, zu unserem großen Glück. Und Nora hat den direkt gewonnen, genau. Dazu in Emden haben sie einen Preis gewonnen und was war das dritte noch? Den Thomas Strittenhatter-Preis. Das wiederum für Nora sicherlich der wichtigste, weil höchst dotierte und sie dafür dann mal wieder ein halbes Jahr ein bisschen Freiheit privat hatte. Das war sehr wichtig. Das hilft natürlich. Also so schön dieser Erfolg jetzt ist, wir haben ganz schön kämpfen müssen, wie man sich vielleicht vorstellen kann, wenn man ankommt und sagt, man möchte einen Erwachsenenfilm, also einen Film für erwachsenes Publikum mit einem kleinen Mädchen drehen. Da fällt einem vielleicht, wenn man in den letzten Jahren im Kino war, Jack ein. Das war vergleichbar mit einem kleinen Jungen. Aber es ist nicht zwangsläufig der Publikumsrenner. Für Kinder ist der Film definitiv zu hart. Und was habt ihr für eine FSK? Wir haben eine 12 bekommen, wobei ich das persönlich eine sehr positive Einschätzung finde und Kinder mit 12 nicht diesen Film zeigen würde, aber das ist ja auch nur eine Richtlinie. Ich denke, 16 muss es nicht sein. Es kommt auch ein bisschen auf die Kinder drauf an, aber so mit 14, 15 und am Fernseher kann man schon machen. Kino ist natürlich auch ein ziemliches intensiveres Erlebnis nochmal. Aber gut, da gibt es nicht so viel dazwischen. Auf der anderen Seite ist es auch schön, mit vielen Kindern sich da auszutauschen. Wir gehen jetzt gerade in die Schulkinowochen in den nächsten Wochen und Monaten, gehen auch viel zu den Screenings hin, um es hinterher zu besprechen. Das wird auch nochmal spannend, ja. Nochmal zurück zu konkret Dreharbeiten. Für dich als Produzent und vor allem mit dieser Aufteilung 3 Produktionsfirmen, erzähl uns mal, wie habt ihr euch aufgeteilt und was sind dann so die Kernaufgaben? Hat man am Set überhaupt noch was zu tun oder ist das alles im Vorfeld eher? Total durcheinander. Also in der Tat ist gerade auch über diesen langen Drehzeitraum, als wir losgedreht haben, waren vielleicht die ersten 10, 12 Tage sinnvoll geplant und dann wird unglaublich viel auf dem Weg entschieden und gemacht. Improvisiert? Aus logistischer Sicht und aus finanzieller Sicht sehr improvisiert. Das, was wir dort gedreht haben, war schon sehr klar geplant. Und dafür, also Zeit war sozusagen unser positiver Faktor, Geld und Ressourcen generell und Leute eher nicht so. Und da muss man auch sagen, dass alle, die beteiligt waren, wirklich toll und viel daraus, sehr überlegt daraus das gemacht haben. Wie wir Produzenten uns aufgeteilt haben, also ganz konkret Frauke und ich, haben
jeden Tag eigentlich dabei gesessen, wobei man muss sich das wirklich auch so vorstellen, sehr viele Szenen sind in unseren Produktionsbüros entstanden, die wir dann leergeräumt haben, mal für ein paar Tage und das dort reingebaut haben, weil wir weder die richtigen Locations finden konnten oder uns leisten konnten. Also das gab durchaus teilweise viel Flexibilität. Und andere Sachen, wo es ganz wichtig war, der Hamburger Flughafen, da haben wir dann 2,5 Wochen Drehpause gemacht, weil die Hamburger, warum auch immer, die sogenannten Skiferien haben im März, wer auch immer im März Skifahren geht, ich bin selber Hamburger, ich darf das so sagen, wir gerade dort das Ende des Drehs gelegt hatten und dann die Bundespolizei gesagt hat, ihr müsst jetzt einfach warten, bis die Ferien zu Ende sind, weil das ist jetzt Rush Hour. Aber klar, also da mussten wir viel flexibel sein und sonst, man macht so alles. Also es ist nicht besonders anders als vor 10 Jahren den Studentenfilm zu machen. Das ist vielleicht auch der Charme von so einem Projekt. Aber ich könnte es gar nicht so richtig aufteilen eigentlich. Also man ist, ja. Eine zentrale Funktion in diesem Film natürlich hat ganz besonders der Castingprozess. Ich würde gerne mal zunächst über Helena sprechen. Ab wann war sie denn gefunden worden? Wie habt ihr sie gefunden? Das Kindercasting wurde von einer sehr erfahrenen Kindercasterin Jacqueline Rietz, die sitzt in Brandenburg, begleitet. Und Helena hat in der Tat vorher auch schon einen Langfilm und auch einen Kurzfilm gemacht. Auch ein sehr spannender Langfilm, der heißt Die Tochter, liefen 2 Jahre vorher, glaube ich, also jetzt vor 3 Jahren auf der Berlinale in der Perspektive Deutsches Kino. Und wir haben sehr viele junge Mädchen gecastet. Haben so eine Hausnummer? So 150 ungefähr. Wobei Helena war Nummer 7 und man glaubt es ja dann immer nicht am Anfang, dass man jemanden sofort findet und das verfestigt sich dann vielleicht auch. Aber Nora hat dann sehr schnell angefangen, eigentlich alle immer mit Helena zu vergleichen. Und dann kristallisierte sich raus, dass es sie wohl werden wird. Und viele andere sind trotzdem im Cast gelandet in kleineren Rollen. Es sind ja auch sehr viele Kinder in vielen unterschiedlichen Szenen drin. Und bei Helena war eigentlich das Überzeugende, was auch so besonders ist, dass sie vielleicht, wir werden sie jetzt alle beobachten, den nächsten Film, den wir mit ihr sehen, ist ja mit Tom Hanks in Hollywood quasi, den sie jetzt im Herbst gedreht hat. Sie hat halt diese Bandbreite, dass sie genau das, was Nora brauchte, diese einerseits unglaublich kindliche Zerbrechlichkeit, deswegen auch das Alter, ganz wichtig, also um da einen kleinen Ausflug zu machen, wir hatten immer Sorge, dass man zu sehr ins Pubertäre reingeht und dann wir alle schnell sagen, naja, in der Pubertät, da ist man mal anstrengend oder noch zu sehr Kind ist und dadurch es auch zu heftig wird. Helena kann ganz kindlich und zerbrechlich sein und auf der anderen Seite kann sie so unglaubliche, diese Wut und diese Energie raushauen. Das war das, was letztendlich die Entscheidung gebracht hat und dass sie sich selber dazu entschieden hat, diesen Film zu machen. Das war auch ein langer Prozess, dass wir sie herangeführt haben und versucht haben, wirklich herauszufinden, ob sie versteht, was sie da macht oder machen wird. Und als sie sich dazu entschieden hatte, dann haben wir angefangen, sehr lange mit ihr zu arbeiten, bevor wir dann mit ihr die Erwachsenenrollen gecastet haben. Vielleicht kurz, die Rolle im Film ist eine 9-Jährige, die Benny. War sie in echt auch 9? Ja. Okay. Da finde ich es natürlich interessant, wie überzeugt man jetzt die Mutter konkret, wenn man dann so weiß, okay, das geht schon in eine Richtung, die alles übersteigt vielleicht, was man aus dem deutschen Kino, zumindest der letzten paar Jahrzehnte so kennt, was eine Kinderfigur leisten soll. Wie seid ihr da vorgegangen? Zuerst einmal mit der Mutter, mit Anne Zengel drüber geredet, was wir da vorhaben. Dann mit der Kleen drüber geredet, dann hat erst die Mutter das Drehbuch gelesen, dann haben sie gemeinsam das Drehbuch gelesen. Und dann hat man, ja, die haben eine relativ klare Entscheidung getroffen, dass sie das wollen. Und Nora hat, war es sehr wichtig, sich zu überzeugen, dass Helena auch versteht, was das wird. Also, dass nach dem, oh, wir machen Film, Begeisterung, also plus die Kombination, dass sie auch durchaus schon einen Langfilm in wichtiger Rolle gemacht hat, also auch nicht nur die Begeisterung, sondern durchaus auch weiß, was es bedeutet in der professionellen Arbeit. Das ging so einher und natürlich für uns als Produzenten war es der Punkt, naja gut, wenn es das Risiko, dass es dann halt irgendwann zu Ende ist, vielleicht auch auf der Mitte des Weges, weil es
dann doch zu überfordern ist, das muss man natürlich schon einplanen. Also ich meine, das kann man nicht einplanen, aber das geht dann natürlich immer vor. Gleichzeitig den Weg, den Nora da gewählt hat, Nora ist auch Mutter, hat sie sich sehr viel Zeit genommen und versucht, die Rollen von, also man muss dazu sagen, Helena ist sehr, sehr anders als Benny. Und sie hat wohl in einem Interview auch gesagt, es fiel ihr wahnsinnig schwer, diese Schimpfwörter zu sagen. Total. Und irgendwann hat es ihr Spaß gemacht, aber es ist wirklich die, also wenn man die beiden kennt, einerseits von der Leinwand und aus dem Dreh und andererseits in echt, wir haben uns ja jetzt auch über den Weg gut kennengelernt und dann sind die schon sehr, sehr unterschiedlich, auch vom Background total unterschiedlich und Nora hat eine sehr lange Arbeit, ob es jetzt mal ein Eis essen zusammen oder wirklich an der Rolle arbeiten des Kennenlernens, was würde in dieser Situation Benny tun und was würde Helena tun. Und viele Monate sich Zeit genommen, um zu versuchen zu trennen, weil natürlich klar, 67 Drehtage und dann auch noch mit zwei Pausen, das ist natürlich auch ein sehr langer Zeitraum, wo wir immer wieder versuchen mussten, sicherzustellen, dass da keine, dass es sich nicht irgendwann verwischt, wo hört Benny auf und wo fängt Helena an und so weiter. Das konnte sie erstaunlich gut, also das weiß man sicherlich auf der anderen Seite auch erst in ein paar Jahren, also soweit jetzt ist sie super gut drauf. Und nein, sie ist einfach ein unglaublich cleveres und aufgewecktes Mädchen, unglaublich ehrgeizig, muss man dazu auch sagen, und sehr professionell. Und also wir alle, ich meine die Tonleute, muss ich zugeben, die hatten den härtesten Job teilweise in den Szenen, aber wir alle waren zeitweise wirklich, konnten uns nicht mehr richtig abschütteln in den Drehpausen und sie hüpft wie ein Flummi irgendwie rum und ist wieder total Helena und das Kind hat einen mega Spaß. Viertelstunde später, Umbau abgeschlossen und sie ist zack wieder da. Es ist, also, und ist wieder Benny. Das war wirklich erstaunlich teilweise. Du hast mir im Vorfeld mal erzählt, sie hatte aber schon auch gewisse Freiheiten dann in der Szene. Also, dass jetzt nicht genau klar war, sie muss jetzt den Wutausbruch direkt am Fenster oder so haben, sondern da war so dann schon ein bisschen Raum auch verfügbar, was andere Herausforderungen sicher mit sich gebracht hat. Ja, genau richtig. Also da war es Nora, Roy, dem Kameramann, allen Beteiligten immer sehr wichtig. Oder vielleicht, das war die Herausforderung, genau wie du sagst, nicht allen Beteiligten war es sehr wichtig. Manch einer musste auch künstlerisch, vielleicht wenn ich jetzt mal an den Oberbeleuchter oder die Beleuchter generell denke oder halt zum Beispiel im Tonbereich, durchaus sehr aktiv auch Kompromisse in der Qualität der eigenen Arbeit machen, wenn man sagt, okay, hier haben wir vielleicht mal nicht 360 Grad, aber zumindest 270 bespielbare Fläche und Helena oder die Szene weiß, was die Szene sein soll, aber ob sie jetzt nach rechts oder nach links oder wie der Ausbruch jetzt gerade verlaufen wird, ist nicht klar. Es heißt für alle eine unglaubliche Flexibilität und da ist dann vielleicht mal der Schatten nicht da, wo er sein soll oder da ist die Lichtsituation vielleicht nicht auf dem Niveau, wie man sich das selber professionell als Beleuchter vorstellen würde. Und da müssen alle gut miteinander kommunizieren, weil man muss sich dem Film halt dann irgendwo oder dem Konzept unterordnen. Aber trotzdem bewertet man ja hinterher seine Arbeit auch auf der Leinwand, auch aus seiner Gewerkssicht. So das. Jetzt gibt es neben Helena natürlich noch viele, viele andere Kinder jeden Alters, die man dafür casten musste, die auch teilweise ja wirklich krass zusammen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber bei dem Baby, da geht es einem wirklich durch Mark und Bein, wenn es ihr ins Gesicht fasst, dann wie findet man wirklich diese große Vielzahl an Kindern und wie geht man damit konkret auch am Set um? Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Das am Set umgehen hat sehr gut funktioniert, war ein relativ kleines Team eigentlich, also gut, es waren letztendlich sehr viele Leute dran beteiligt, aber an jedem Tag waren es gar nicht so viele Leute und es waren einfach unglaublich nette Leute, muss man auch sagen. Ich meine, wer sich verschreibt, da 9 Monate kontinuierlich für sehr wenig Geld mitzuarbeiten, der hat auch wirklich Bock drauf. Und das hat gut funktioniert. Wir hatten Salke, eine auch Filmmacherin, die dieses Jahr in Saarbrücken ihren Debütfilm vorstellen wird und auch für den First Steps Preis nominiert war letztes Jahr, hat eine Art zweite Regieassistenz / Script Continuity gemacht und hat gerade diese Kinder-Eintagesrollen vor allen Dingen in Hamburg und Umgebung nebenbei zum Dreh
auf der Straße über Annoncen und so weiter gecastet und ja, die sind dann jeden Tag gekommen oder abgeholt worden oder ähnliches. Haben denn die anderen Kinder, weil es gibt ja so Szenen, wo die zugucken müssen, wenn sie da so ausrastet, dann ist, also wenn Helena das verstanden hat, so durch die monatelange Arbeit, ist das ja klar, aber wie konnte man das kommunizieren? Mit erklären, mit vorher viel zusammensetzen, am Tag vorher meistens, also sowohl auch gegebenenfalls proben oder ähnliches oder durchsprechen, was am nächsten Tag passiert, sowieso immer die Vorbereitung auch für die kleineren Rollen. Und dann haben wir definitiv die ganze Zeit am Set Betreuer, sowohl für Helena alleine als auch für die anderen, um in den Drehpausen und so weiter das immer aufzufangen, um vorher auch vorbereitend darauf zu arbeiten. Die wirkliche Drehzeit ist an dem Tag dann immer gar nicht so lang. Geht ziemlich schnell leider vorbei, ja. Betreuer ist ein gutes Stichwort. Also es sind natürlich nicht nur die Kinderfiguren, sondern auch dieses komplette Ensemble, was diesen Film so stark macht, weil jede dieser Figuren, man hat so das Gefühl, mit so einer Leidenschaft und so einer Tiefe auch erzählt wird. Es gibt keine Figur, die nur so am Rande irgendwie dann vorkommt. Die haben alle irgendwie eine tiefere Bedeutung auch für den Film. Ich würde gerne auf ein paar kurz zu sprechen kommen. Also Albrecht Schuch als der Betreuer von ihr, das ist natürlich eine Figur, die eigentlich ja aus so, die vielleicht mal so ein Kind war und es jetzt rausgeschafft hat. Das hat, also wie seid ihr auf ihn gekommen und was hat ihn so besonders gemacht für diesen Film? Auch sehr intensiv gecastet, auch mit einer Casterin Lisa Stutzki in dem Falle. Wir haben uns viele Leute angeguckt, haben auch immer geguckt, wie passen die zu Helena vor allen Dingen, wie ist da die Chemie, wie funktioniert das auch auf vor der Kamera. Und dann musste er sich da sehr intensiv auf die Rolle auch vorbereiten. Heißt auch wirklich in so Kontexte mal rein recherchieren, oder? Genau, also von bis bei ihm waren das durchaus auch so Dinge, die ihm, glaube ich, ziemlich Spaß gebracht haben, wie zum Beispiel einfach mal so ein Wochenende-Survival-Camp oder ähnliches zu machen, wie macht man aus nichts ein Feuerchen oder ähnliches und schläft ohne Zelt im November draußen, so nach dem Motto. Das musste er auch bringen, weil er schon ja, genau, die Figur verkörpert sicherlich jemanden, der aus einer ähnlichen kindlichen Kindheitssituation herauskommt, den Weg dann zum Erzieher für schwer Erziehbare genommen hat und aber ja vor allen Dingen mit aggressiven älteren Jugendlichen arbeitet, deswegen vor allen Dingen da auch in dem Boxstudio und dann diese Naivität schönerweise, aber halt auch ja komplett überfordert damit ist, mitbringt, sich dem kleinen Mädchen, dem Giftzwerg anzunehmen. Das ist natürlich auch ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, dass da die Grenzen dann verschwimmen und sozusagen das Professionelle sich mit dem Privaten vermengt. Das ist ja nicht nur bei ihm so, sondern auch bei der Frau Baffanet, Gabriela Maria Schmeide so ein bisschen. Ist das was, was ihr auch aus der Realität raus oder Nora heraus recherchiert hat, dass das oft auch für solche Betreuer schwierig ist und dass das auch vorkommt? Ja, also die Realität ist sicherlich nochmal ein bisschen komplexer, also wir vereinfachen da für die Fiktionalisierung schon sehr. Gerade zum Beispiel die Figur vom Amt, Frau Baffanet, Gabriela Schmeide, die du ansprichst, ist eine Figur, die vielleicht in der Realität eher 3 bis 4 Sachbearbeiterinnen wären, weil durch zu viele Fälle auf dem Schreibtisch, durch Urlaub, durch Krankheit oder ähnliches, da gar nicht so eine große Konstanz sein kann in den meisten Fällen. Da haben wir schon die Realität eher ein bisschen zusammengeschrieben auf die verschiedenen Figuren oder Funktionen, die verkörpert wurden. Und gleichzeitig ist es sicherlich auch immer eine Frage, wie sehr man da selber, oder es kann auch immer wieder Fälle geben, wo es zu nah an einen rankommt, auf jeden Fall. Ich denke, das Feedback, was wir bisher bekommen haben, so in den letzten 12 Monaten, vor allen Dingen aus der Branche, ist doch sehr positiv. Das war natürlich unsere große Frage vorher, und da freuen wir uns sehr, dass viele sagen, okay, da wird mal auf den Punkt gebracht, womit wir uns dann aus den verschiedenen Blickwinkeln doch tagtäglich beschäftigen. Aber auch ganz klar, und das war Nora auch sehr wichtig, als fiktionaler Case. Weil als Dokumentarfilm, sie kommt von der Doku, wäre das nicht denkbar gewesen. Aus 2 Gründen. Einerseits, wenn es einen klaren Fall gibt, dann kann man zu dem Stellung beziehen.
dann sind da sehr viele andere Fälle aber nicht mit abgedeckt, weil jedes Kind ist ein Einzelfall und da gibt es nicht diese eine Lösung vielleicht, die bei einem Dokumentarfilm man klarer erklären könnte. Und hier bohren wir ein Thema an und geben ja auch keine Antworten, ehrlich gesagt, sondern einfach, lass mal drüber nachdenken. Das geht in der Fiktion. Das andere ist, dass Nora sich auch niemals dafür hätte, oder so sagt, sie es nicht dafür entscheiden wollte, ein Kind zu nehmen, weil das sind, die haben es ja noch nicht besonders einfach. Und wenn dann so eine Situation, lass sie über 2 Jahre begleiten, vielleicht im dokumentarischen Bereich in dein Leben kommt, dann greift Nora da als Filmmacherin sehr, sehr stark in diese sowieso schwierige Situation eines Kindes ein, wo sie gesagt hat, das wäre nicht ihre Verantwortung, dass sie es kann. Zumal wir auch diese Mutterfigur haben, die ja sehr ambivalent zu sehen ist, wo man ja denkt, also sie kämpft auf der einen Seite für ihr Kind, auf der anderen Seite lässt sie es total im Stich. Man weiß nicht, regt man sich jetzt auf, will man wieder Hoffnung schöpfen und dann enttäuscht sie doppelt. Das wahnsinnig gut gespielt auch von Lisa Hagmeister. Das war euch auch sicher wichtig, diese Mutterrolle da auf diese sehr, sehr vielschichtige Weise anzulegen. Uns war es vor allen Dingen wichtig, dass man sie auch in Situationen nachvollziehen kann. Also wir wollten, oder Nora wollte keinen einzigen wirklichen schwarzen Peter irgendwo vergeben, wenn das natürlich bei dieser Figur am naheliegendsten eigentlich wäre. Und die größte Herausforderung eigentlich in dieser Figur in der Geschichte oder für Benny in der Geschichte ist ja, dass die Mutter nicht loslässt. Es wäre wahrscheinlich für Benny viel besser, wenn die Mutter sagen würde, ich kann dich nicht haben, ich will dich nie wieder sehen und damit eine Situation abschließt. Aber dieses immer wieder Hoffnung geben, Enttäuschung geben, Hoffnung geben, Enttäuschung geben, das ist halt das, was wahrscheinlich sogar noch viel schwerer wiegt in dem Falle. Und also die Frage nach der Schuld würde ich gerne nochmal aufwerfen, die gibt es ja quasi nicht in dem Sinne, oder doch? Aus den Recherchen von Noah heraus, gibt es das in realen Fällen oder kann man sagen, das ist dann halt so und dann muss man damit umgehen? Weil hier wird also ja zum Beispiel gesagt, dieses Windeln ins Gesicht drücken, ja, als sie noch ein Baby war, war so ein Auslöser. Das ist eine Vermutung, die geäußert wird, genau. Naja, also da kann ich nur meine total persönliche Meinung zu geben. So richtig den Schuldpunkt gibt es nicht. Die Frage ist, die sich auch jede Gesellschaft, und das ist auch das sehr Spannende, wie wir jetzt mit dem Film in sehr vielen Ländern Kinostart haben oder zumindest auf Festivals gezeigt worden ist und wie man sich damit auseinandersetzt und da so unglaublich unterschiedliche Reaktionen vom Publikum oder im ersten Schritt erstmal von den verschiedenen Verleihern, die ihn vielleicht lizenzieren wollen, um ihn in ihrem Land dann in die Kinos zu bringen und entweder sehr große Chancen beim Publikum sehen oder sehr kleine Chancen beim Publikum sehen, weil vielleicht die Gesellschaft damit ganz anders umgehen möchte. Ja, in den USA oder generell in Nordamerika haben wir eher die Erfahrung gemacht, dass häufig auch nicht so richtig verstanden wird, warum nicht viel stärker Medikation gegeben wird, um damit halt viel schneller es ruhig zu stellen und nicht mit so vielen Menschen versucht wird, vielleicht andere Wege zu finden. Und dann haben wir eine Gesellschaft wie Frankreich, da startet der Film Anfang Februar. Da wird er noch deutlich breiter starten, als er hier in Deutschland gestartet ist, weil die da in der Gesellschaft auch diese Fragestellung, wie auch hier jetzt im letzten halben Jahr doch sehr häufig das Thema aufgegriffen wurde, da ein großes Potenzial sehen, in der Gesellschaft drüber zu reden. Und ich glaube, das ist mehr die Frage. Die Schuld sehe ich jetzt in keiner von uns dargestellten Figur von uns wirklich intendiert. Frankreich 280 Kopien, ne? Also richtig toll. Ja, wir gehen mal die Chronologie weiter, um diese Erfolgsstory noch nachzuvollziehen. Dann kam, der Film war gerade fertiggestellt, nee, noch nicht mal, die Bekanntgabe, dass der Film im Wettbewerb der Berlinale. Ich würde am liebsten, weil das ist wirklich, das darf ich jetzt als Prozent welche diese extra Runde nehmen, bitte, sozusagen, weil das war eine total schöne Erfahrung. Der Film war noch überhaupt nicht fertig und es war 2 Wochen vor Weihnachten eigentlich und wir hatten auch noch keine Einladung zu diesem Wettbewerb und es gibt für diese, ich sage jetzt mal, kleineren Filme, wie Systemsprenger es auch ist, in den letzten Jahren vermehrt Festivals international, die Work in Progress, also unfertige Filme als Ausschnitt zeigen, um sie Festivals, Verleihern, Weltvertrieben vorzustellen. Wir nutzen das als Produzenten total gerne, aber es ist natürlich auch ein bisschen risikoreich. Man nimmt irgendwie 10, 15 Minuten aus dem Schnittraum,
und das ist noch nicht bearbeitet, man ist noch alles ziemlich rough und man zeigt den Spaß und hofft, dass diese Professionellen da drin das nächste Wunder nächsten Jahres sozusagen sehen, was jeder sehen möchte. Was relativ viel verlangt ist von denen und auch selber natürlich, man ist noch sehr angreifbar, weil man hat ja noch gar nichts Fertiges. Und wir sind auf ein sehr etabliertes Ding eingeladen worden, das ist in Les Arcs, immer kurz vor Weihnachten. Und wir haben den Ausschnitt gezeigt und Nora und Frauke und ich standen vorne und haben irgendwie drei Worte dazu gesagt. Und man merkte, dass irgendwas passiert. Und das war wirklich, manchmal hat man diese Momente, wo man denkt, wir haben 10 Minuten gezeigt. Also wir haben die Szene, zum Beispiel die Szene im Wald, die Echo-Szene, wo sie ihr Mama-Echo sozusagen schreit und wie sie danach zum Auto rennt. Wir haben die Szene beim Arzt ganz am Anfang, wie sie beim Arzt ist und ich weiß nicht, noch eine dritte Szene gezeigt. Und plötzlich wollte jeder diesen Film haben. Das war wirklich, aber auf diese 10 Minuten, es war ganz spannend von diesen Verleihern und Weltvertrieben. Und ich habe meine ganzen Weihnachtsferien damit verbracht, eigentlich zu sortieren, wer ist denn eigentlich der richtige Partner für unsere Auswertung. Und dann kam parallel dazu diese, aber da merkte man, die Branche nimmt ihn plötzlich auf und irgendwie was Tolles passiert. Und dann kam die Einladung vom Wettbewerb der Berlinale. Und wir hatten aber eigentlich geplant, den Film so eher im März fertig zu machen und nicht für Anfang Februar. Dementsprechend haben wir dann auch den ganzen Januar 24/7 an allen Ecken gebastelt, um den Film, also nicht nur das Plakat fertig zu kriegen, sondern auch wirklich den Film. Wir haben den Film fertig gehabt. Früher hat man das ja noch schön mit den Kopien in der Hand. Jetzt ist ja nur die Festplatte. Aber wirklich zur Berlinale hochgeladen dann den Film. Anderthalb Tage vor, also Freitag hatten wir nachmittags Premiere und wir haben ihn Mittwoch hochgeladen und Donnerstag Nacht nach der Eröffnung im Saal die Probe gehabt sozusagen. Das war schon alles sehr knapp. Und natürlich eine Riesenaufmerksamkeit. Deutsche Filme im Wettbewerb der Berlinale haben es doppelt schwer, in Anführungszeichen. Sehr beäugt, andererseits große Chance natürlich. Viele sehen es. Ja, für uns ist es perfekt gelaufen. Und da muss man auch an dieser Stelle nochmal Dieter Kostlik, dem ehemaligen Leiter der Berlinale, ich weiß nicht, ob Dankeschön, aber es war auf jeden Fall ein positiver Effekt. Der hatte letztes Jahr sein letztes Jahr und hat, der setzt sich, oder die Berlinale setzt sich ja häufig so ein bisschen thematische Schwerpunkte. Was sind denn vielleicht die Themen, die dieses Jahr das Festival oder den Wettbewerb ausmachen? Und er hatte so Themen, Menschen, die es schwierig haben in unserer Gesellschaft, insbesondere Kinder und Frauen, war zum Beispiel so ein Thema. Das zweite war Familie. Und wir passten einfach, als er seine erste Pressekonferenz irgendwie 11. oder 12. Januar gehalten hat, merkte ich so, okay, wir sind gerade in allen diesen Dingen eigentlich ziemlich passend mit diesem Film. Und dadurch hat er auch bei den 3, 4, 5 Wettbewerbstiteln, die häufig dann Interviews von denen genannt wurden, unseren mit reingenommen, gegenüber so großen etablierten Filmmachern, die man sonst, wir ja auch nur sozusagen von Weitem kennen. Und das hat natürlich unglaublich geholfen, weil wir waren der erste Wettbewerbsfilm, der gezeigt wurde nach dem Eröffnungsfilm und es war schon unglaublicher Druck drauf am Freitagnachmittag. So. Total. Und dann kommt der Preis, Rudolf Worschech hat es vorhin schon gesagt, der Alfred-Bauer-Preis für den innovativsten Spielfilm oder der Spielfilm, der innovative Zukunft quasi vor mit aufgreift, und der Leserpreis der Berliner Morgenpost, also ein Publikumspreis. Das führte natürlich dazu, dass da eine zusätzliche Erwartungshaltung dann entstanden ist erstmal, was danach passieren könnte, oder? Unbedingt. Also das war ein großer Start, aber es war halt auch ein bisschen absurd. Und wir haben auch bis da haben wir nicht an diese Möglichkeit, dass wir doch so viele Menschen damit erreichen können, vor allen Dingen im Kino, nicht wirklich geglaubt. Also ich hätte auch noch einen Monat vor Kinostart deutlich niedrigere Zahlen sofort unterschrieben und gesagt, super, wir freuen uns darüber. Das hat sich dann sehr positiv verselbstständigt. Wir haben aber in der Zwischenzeit auch dann das Glück gehabt, in den verschiedenen Ländern, aber vor allen Dingen auch in Deutschland, sehr, sehr viele Preise zu gewinnen, was natürlich immer eine gute Aufmerksamkeit. Ab 30 habe ich gelesen. Ja, jetzt sind wir bei über 40. Ach, über 40 sogar. Es wird schönerweise immer mehr. Genau, und das hilft natürlich dann. Und dann kamen so Situationen wie 3 Wochen vor oder 4 Wochen vor Kinostart wählt dann die Auswahlkommission für die deutsche Einreichung für den Auslands-Oscar den Film aus. Das bringt natürlich auch einfach nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit. Vielleicht an Leute, die sonst gar nicht so sehr in das Programm Kino gehen würden, aber dann doch neugierig sind, wo kommt der denn her? So.
Was hat sich denn ab dem Moment verändert? Weil ich meine, ihr seid mit einem Verleih in den Stadt gegangen, der jetzt kein ganz großer ist. Port-au-Prince, die tolle Filme rausbringen, aber das sind wirklich so Arthouse-Perlen, sage ich jetzt mal. Das war ja auch eine bewusste Entscheidung wahrscheinlich, den Film so rauszubringen und nicht mit einem Major. Ja und nein. Also ich sage, also das sind sehr gute Kollegen von mir, ich kenne die schon sehr lange, die produzieren auch unter anderem. Und sind unser Alter, wir kennen uns sehr gut. Deswegen war es eine sehr bewusste Entscheidung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, für die Finanzierung des Films war es ganz wichtig, dass wir von vor dem Dreh unseren Verleihpartner hatten. Das hat was mit einer Förderung in Deutschland zu tun, die eine automatische Förderung ist. Und wir haben so ungefähr mit jedem deutschen Verleiher über diesen Film geredet und das Drehbuch gegeben und dann darüber geredet, und das mochten zwar viele das Drehbuch, aber keiner war mutig genug zu sagen, naja gut, also nicht, dass wir die nach Geld gefragt hätten, sondern nur, dass sie uns versichern, dass sie ihnen halt 2019 dann mit mindestens 24 Kopien ins Kino bringen. Daran hat keiner geglaubt, und unsere guten Freunde von Port-au-Prince haben daran geglaubt, und das ist super. Insofern war es schon eine sehr klare Entscheidung für sie, aber es hätte auch keine Alternativen gegeben. Jetzt muss man ja auch sagen, so 60% der deutschen Filme landen inzwischen bei 5.000 bis 10.000 Besuchern. Ihr seid jetzt bei 600.000 Besuchern. Das ist schon eine Wucht, auch für so einen kleinen Verleih. Also Verleih ist der die Institution, die die Filme ins Kino dann auch physisch bringt sozusagen und dafür wirbt. Das war natürlich... Was habt ihr da für eine Strategie gefahren? Das habt ihr ja auch wahrscheinlich zusammen entwickelt, dass das plötzlich so durch die Decke gehen konnte. Das Tolle, also auch da wieder eine sehr glückliche Situation für den Film. Wir hatten letztes Jahr einfach sehr viele so glückliche Situationen, die dann gepasst haben, genau, dass es dazu kam jetzt. Die hatten sich ein Jahr vorher ein bisschen umstrukturiert, plus sie sind, wie du sagst, ein relativ kleiner Verleih noch. Das heißt, sie sind noch nicht hier unglaublich eingefahrene Strukturen, die viele größere, über 30 Jahre bestehende Unternehmen vielleicht haben. Und haben sehr viel mit Agenturen gearbeitet, die für sie nur für dieses Projekt dazugeholt wurden und nicht in-house waren. Das hat auch Vorteile, in großen Firmen zu sein, wo alle Abteilungen in-house sind. Aber hier hat es sich sehr gut ergeben, dass Leute sich drauf gestürzt haben und ganz unterschiedliche Meinungen reingebracht haben und dass die auch sehr offen waren gegenüber sehr starken Meinungen von sowohl Nora als auch von uns Produzenten. Und wir da sehr offen alle miteinander waren. Und dann ein ganz wichtiger Punkt war vor allen Dingen eine Agentur, die darauf spezialisiert ist, mit Filme mit einem bestimmten Themenschwerpunkt in die Gesellschaft zu bringen und nicht so sehr sozusagen über das Filmerlebnis, sondern über das Thema. Und wir haben im Mai angefangen, Institutionsvertreter, vor allen Dingen aus der Pädagogik, aber relativ breit einzuladen, und haben interne Screenings mit denen gemacht und gefragt, hey, wäre es nicht vielleicht was für euch, wollt ihr das weiter promoten? Und da kam nochmal ein relativ großer Bereich von großem Interesse, die gesagt haben, okay, wir hauen das in unsere riesigen Newsletter oder wir nehmen unsere ganze Belegschaft oder wir sprechen Empfehlungen aus für die und die Bereiche. Und das war auch nochmal ein großer Bereich von vielen Zuschauern, vor allen Dingen am Anfang, sodass man so ein bisschen ein Thema geworden ist. Das Wichtige ist ja, dass man überhaupt, also es hat bisher keinen Film, den wir produziert haben, und wir sind zwar noch ein junges Unternehmen, aber uns gibt es auch seit 2012. Wir machen immer so ein bisschen herausfordernde Filme. Keiner hat geschafft, dass ich irgendwo in ein Café gehe und wildfremde Leute am Nachbartisch irgendwie, hast du schon Systemspringer gesehen oder halt irgendeinen anderen Film von uns? Und das hat hier funktioniert. Da hat ganz viele Dinge dazu beigetragen, aber wenn das einmal funktioniert, dann gehen halt Leute auch noch ein zweites Mal rein oder empfehlen es Freunden, und das nur dann kann es rüberkommen. Das hat ja sogar international funktioniert. Das US-Branchenblatt Variety hatte euch, also dich und deinen Bruder, letztes Jahr zu einem von 10 Producern, die man weltweit gesehen haben sollte, gewählt. Das muss man ja mal erstmal schaffen. Also Glückwunsch dazu. Kann man auch mal applaudieren, finde ich. Genau, und ja, das war sehr fancy. Man hat natürlich kein Geld dafür bekommen. Aber ein großer Stein aus Glas in Cannes an der Croisette, das war schon sehr nett.
Und dann kommt der Dezember, das vielleicht noch als ein Wechselbad der Gefühle wahrscheinlich. Also da war am Anfang Dezember der Europäische Filmpreis, wo ihr den Europäischen Filmpreis für die beste Musik, beste Filmmusik bekommen habt, John Gürtler. Da auch vielleicht direkt dazu die Frage, die Musik ist ja so großartig, genau für diesen Film, für diese einzelnen Szenen komponiert, die immer zu den Gefühlen von der Benny passen. Wie hat Nora mit John Gürtler gearbeitet? Hat sie schon öfter mit ihm was gemacht? Also es gibt so ein Kernteam von Leuten, da ist John dabei, der Kameramann Roy, der Cutter, der eine von meinen Cuttern, Stefan, die schon mehrere Filme auch aus dem Studium heraus zusammengearbeitet haben, auch an dem Dokumentarfilm zusammengearbeitet haben. Und die Arbeit mit John war wirklich schon sehr früh. Schon auf Drehbuchbasis gab es immer so Ideen, was gibt es für Themen? Also da standen dann so Dinge wie... ja, ich kriege jetzt leider nicht mehr die wirklichen Sätze im Drehbuch, das könnt ihr euch dann irgendwann im Filmmuseum angucken, nein. Aber da standen dann wirklich so die Musikthemen, ich glaube, es war irgendwas mit Goa, Pop, irgendwas sollte im Auto sein. Also es ging schon in bestimmte Richtungen, wo sie sich vorher inhaltlich auseinandergesetzt haben, okay, das passt jetzt gerade zu der Figur, das passt zu der Figur. Und dann im Schnitt hin und her geschickt haben, also sehr intensiver Austausch, ohne große Allüren, das, ja, und John ist einfach ein sehr guter Komponist, also das, selbst auf diesem kleinen Filmfestival mit dem Ausschnitt Les Arcs kam hinterher ein toller Regisseur aus Island, die letzten Donnerstag gestartet ist, von Kollegen von mir, deswegen kann ich jetzt Werbung machen, ich glaube auf Deutsch heißt der Kampf um die Milch oder Milchkampf, und er fragt, hey, was habt ihr denn in dieser einen Szene, die ihr da hier aus dem Schnitt gezeigt habt, für Musik gehabt? Und wie heißt denn der Komponist? Kannst du mir mal mehr davon schicken? Also manchmal ist es so einfach, wenn Musik zu einer Szene passt, dann überträgt sich das schnell, ja. Also das war ein großer Erfolg. Es gab noch ein paar weitere Nominierungen, unter anderem auch für Helena, die dann aber nicht zum Ziel geführt haben. Leid und Herrlichkeit und The Favorite waren so die beiden großen Abräumer. The Favorite vor allen Dingen. Und da muss man natürlich auch sagen, also ich meine, wir kommen ja gleich zu diesem leidvollen Thema, leider Oscar. Aber das war natürlich, also dass wir, genau, wir waren für den besten Film nominiert und Helena für die beste Hauptdarstellerin und neben uns waren dann halt nur Almodóvar und Lanthimos und genau Antonio Banderas und solche Leute oder Roman Polanski, wo man so denkt, so, okay, was machen die hier eigentlich gerade? Es ist total schön, aber genau, also insofern, wir waren da, wo ich hinterher auch viel gefragt, nicht enttäuscht, aber natürlich irgendwo, wo man nominiert wird, will man auch gewinnen. Auf der anderen Seite ein bisschen Ehrgeiz hat man ja auch, aber ja, also das war schon eine perfekte Kombination, dass wir diese ganzen Nominierungen hatten, weil das heißt halt, dass es über ganz Europa irgendwo Leute mitgekriegt haben und dann aus der professionellen Branche auch wirklich Lust hatten, dafür abzustimmen. Es gab gute, sehr, sehr gute andere Filme, die da nicht ausgewählt wurden und es war total süß, weil auf der Bühne dann bei der Nominierung Situation nochmal von Helena quasi wie auf der Berlinale eine Eloge an dieses Mädchen gehalten wurde, was für sie dann quasi auch durchaus nochmal Preis war, weil natürlich bei diesem ganzen Erfolg, den sie hat, ist es auch schwer, dann nicht jeden Preis zu gewinnen. So, das muss man ja auch psychologisch nicht nur während des Drehs einordnen, sondern jetzt auch diesen ganzen Rummel danach. Oder ist wenn sie dann 11, halt, 12 wahrscheinlich? Ne? Jetzt ist sie gerade 12, glaube ich, genau. Und naja, wenn man die Bildtitelseite mit Tom Hanks da ziert, das ist schon, das muss man auch verarbeiten, wenn man dann halt nicht gewinnt. Nora Finkscheid, auch in Richtung Hollywood unterwegs. Für Netflix dreht sie jetzt mit Sandra Bullock, richtig? Ne? Genau, genau. Damit habe ich aber nichts zu tun. Aber wir drehen mit, also wir entwickeln mit Nora auch mit allen anderen Produzenten ihr nächstes Projekt hier aus Deutschland heraus. Aber genau, da mit dem Projekt habe ich. Genau, und dann, also für dich als Produzent war natürlich seit der Oscar-Nominierung für Deutschland wahrscheinlich auch ein gewisser Weg in Gang gesetzt worden, dass du versucht hattest, da so eine Kampagne in L.A. in Kraft zu setzen. Genau, das ist auch eigentlich, glaube ich, der einzige, du hast mich vorhin auch gefragt, von wem waren wir da enttäuscht, dass wir jetzt nicht weitergekommen sind. Also ich meine, für uns war es großartig, ausgewählt zu sein. Wir waren da sicherlich auch innerhalb der Branche ein bisschen die Überraschung. Aber wenn man dann 3 Monate irgendwie eine Kampagne drüben macht, dann will man schon wenigstens in die letzten 10 kommen. Insofern, ja, klar, ist man schon enttäuscht, dass wir da jetzt nicht mehr, ich glaube, morgen oder übermorgen ist die Kürzung auf 5. Ist ja extra hierher gelegt eigentlich. Ja, eigentlich wollten wir morgen natürlich und die letzten 5 kommen, aber ja. Ja, das war schon sehr spannend, was da auch für eine
teilweise irrsinnige Kampagne von den 93 Ländern gefahren wird. Was heißt denn Kampagne? Was hast du konkret gemacht? Na, man macht relativ viele Screenings, Veranstaltungen, lädt die Leute ein, versucht ganz normales, wirklich direktes B2B mit Händeschütteln sozusagen. Da geht es natürlich nicht um mich, sondern geht es um Nora, bestenfalls noch Helena, aber vor allen Dingen in LA, wo die meisten Mitglieder dann sitzen von der Academy, Lobbyarbeit zu machen. Man schaltet viele Anzeigen, Online, Print, den ganzen Spaß. Und es helfen Unterstützung, was ich vom Goethe-Institut in LA macht man zusammen dann eine Vorführung, macht so schöne Veranstaltungen wie heute Abend, nur dass dann die Academy-Mitglieder im besten Fall hinterher noch heimlich zum Essen eingeladen werden oder sowas. Darf man eigentlich alles nicht, aber machen alle. Und genau, und für die Golden Globes haben wir das auch versucht, aber es machen halt auch die 92 anderen Länder. Und genau, das muss man dann sich noch als Film durchsetzen. Und das, wie wir vorhin schon auch schon kurz erwähnten, ist in manchen Gesellschaften das Thema nicht so einfach. Es ist, glaube ich, auch durchaus ein Punkt, so was ich auch in der Kampagne mitgekriegt habe, dass wir uns nicht so richtig übertragen haben als Thema. Als Film durchaus, aber klar, und wenn wir dann, wenn es nicht Helena gewesen wäre, sondern Antonio Banderas, das kleine Mädchen, dann hätte es vielleicht auch geholfen. Ja, aber erstmal überhaupt dieses Thema in eine Breite zu bringen, das war sicherlich eine Herausforderung für den Film. Das, was du sagst, ist natürlich genau das Ding. Ihr habt keinen klassischen, in Anführungszeichen, deutschen Problemfilm gemacht, sondern ihr habt was sehr, sehr Filmisches aus einem Problem gemacht, sage ich mal. Und das, finde ich, ist eine der großen Stärken dieses Filmes. Als letztes, bevor Sie Fragen stellen können, die Frage, was würdest du sagen, was hast du am meisten daraus gelernt aus diesem ganzen Prozess, wodurch du sagst, okay, damit wird auch mein nächstes Projekt erfolgreicher? Ich glaube, es ist mega pathetisch immer, aber also so, was man darauf sagen kann. Aber das, was wirklich den Punkt bringt, dass man halt Projekte, die eigentlich keiner wirklich finanzieren will und auch vorher einem die Branche sagt, dass ihn keiner sehen will, wir haben gerade über den Verleih zum Beispiel, die Verleihsituation gesprochen, halt durchaus trotzdem daran glauben sollte und sich vor allem die Zeit nehmen sollte, es dann auch in Ruhe auszuarbeiten, weil manchmal kriegen es dann sehr viele mit und wollen es auch viele sehen und manchmal nur ein kleinerer Teil. Aber das ist sicherlich so das größte Feuer für uns als Produzenten. Und dann gibt es für jedes spezifische Ding, also hier zum Beispiel ist eine große Freude, dass wir viel auch im politischen Bereich jetzt Feedback-Situationen hatten, dass bestimmte Budgetverhandlungen in der regionalen Politik und ähnliches da durchaus mit Bezug auf das Thema, und wir haben dann auch mal schön die Leute eingeladen aus der Politik, dass da durchaus sich Gedanken gemacht werden, wie wir es anstoßen konnten. Das ist sicherlich auch ein großer Teil, der jetzt jedenfalls in unserer Firma auch häufig bei fiktionalen Filmen ein bisschen Hintergrund ist, dass man vielleicht ein bisschen... Hat sich da schon konkret was bewegt? Wir hatten in der Tat, also sowohl in Leipzig als auch in Brandenburg hatten wir wirklich sehr konkrete Veränderungen in den Haushaltsdebatten im November für nächstes Jahr. Genau, aber generell in der Branche wird sehr viel darüber geredet. Also ich kenne es privat überhaupt nicht mehr im Filmbereich, zum Beispiel in Hamburg relativ viele Leute von Amts wegen, die in der Erziehung in verschiedenen Teilen arbeiten, und das ist, jeder hat diesen Film gesehen, jeder hat ihn mehrfach gesehen, viele diskutieren darüber und viele fühlen sich ernst genommen, nehmen das als Energie auch für ihre eigene Arbeit. Das sind Dinge, die jetzt dieser Film im Speziellen uns Kraft gibt, und sonst einfach das auch schwierige Themen mega Spaß bringen können. Also ich finde, das ist das, was wirklich die vielen Beteiligten in diesem Film hingekriegt haben. Wenn man ein schönes Farbkonzept hat, wenn man wirklich sich Gedanken macht, wie zum Beispiel in der Farbe in Kostümen, im Szenenbild entwickelt sich etwas dazu. Die Musik, wenn die künstlerischen Mittel, die wir haben, ineinander greifen, dann kann man etwas genießen, wo man teilweise eigentlich weggucken ja auch mal möchte. Also es ist ja trotzdem ein sehr intensiver Film, aber man kann ihn auch genießen. Das ist was Tolles, was ein Film machen kann. Also die Frage an Sie, haben Sie es auch genießen können? Haben Sie Fragen an Jonas oder Anmerkungen? Dann wäre jetzt die Gelegenheit, und meine Kollegin Pramila Cenciana würde kurz mit dem Mikro zu Ihnen kommen. Ja, Jakob. Jetzt einmal das Mikro durchreichen gerade. Hallo.
Meine Frage ist eigentlich ganz einfach, wie hoch war euer Budget und wie lange habt ihr daran finanziert? 1,5 Millionen geplant, 1,6 ausgegeben und... Ist das mein Verhältnis? Tatort wird im Moment bei 1,2, 1,3 sein, so ungefähr. Okay. Also ungefähr das gleiche Budget wie so ein... oder ein Mittwochabendfilm hat, glaube ich, 1,6 ungefähr. Also so, das ist die Größenordnung. Und, Entschuldigung, was war die zweite Frage, wie wir es finanziert haben? So ungefähr 12 Monate bis Drehbeginn. Und da wir haben das sehr klassisch für einen deutschen Debütfilm finanziert. Als erstes ist das ZDF Kleines Fernsehspiel, eine Redaktion, die sehr auf die ersten 2 bis maximal 3 Filme von Filmmachern spezialisiert ist, mit denen wir sehr häufig zusammenarbeiten. Und dann die kleinste, aber manchmal ganz wichtige Förderung, das Kuratorium Junger Deutscher Film, auch mit Fokus auf Debüts und zweite Filme sind dazugekommen. Und dann einen Riesenbetrag für unsere Verhältnisse vom BKM, die Förderung quasi von Frau Grütters, die Bundeskulturministerin, ist ja gar nicht. Staatsministerin für Kultur und sowas, ja. Danke. Für Kultur haben wir ja keinen Minister, ne? Das waren 500.000, also ein Drittel quasi von dem Budget. Da wussten wir, okay, wir werden ihn machen. So. Und dann kamen wichtige regionale Förderer dazu, wo wir dann eigentlich in die Region, wo wir den Film auch umgesetzt haben. Vor allen Dingen in Hamburg und in Niedersachsen und Brandenburg. In dem Zusammenhang, ihr habt eine Länge von 2 Stunden. Das ist, wenn das kleine Fernsehspiel dabei ist, jetzt glaube ich nicht selbstverständlich, dass man über 90 oder so gehen darf. Die sind da Gott sei Dank relativ frei, weil das zu so Primetime-Zeiten irgendwie so zwischen 12:30 und 1:30 ausgestrahlt wird. Wann habt ihr? Das wissen wir noch nicht. Also wir werden den Film, ich schätze, der wird irgendwann im März 2021. Also das liegt aber an den Filmfördergesetzen in Deutschland, dass wir 18 Monate nach Kinostart ins Fernsehen, ins Free TV kommen darf. Wir werden jetzt 6 Monate danach, also im März, werden wir im VOD- und DVD-Bereich starten und dann im März 2021 im Free TV. Da wird das ZDF, denke ich, auch relativ früh ihn programmieren. Und na, ich bin mal sehr gespannt. Ich bin morgen zufälligerweise in Mainz, werde ich mal fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn nicht so spät, mit dem Erfolg jetzt nicht so spät programmieren. Trotzdem, ob das jetzt ein 20.15 Uhr Film ist, bin ich mir auch nicht sicher. So eine 10 Uhr Schiene wäre vielleicht realistisch. Weitere Fragen? Ja, Margot, ich gebe dir. Sie haben mit Recht gesprochen, oder wir haben mit Recht jetzt gehört, von der Regie, von der Noah, mit Recht auch von dieser fantastischen jungen Darstellerin. Das Drehbuch wurde gelobt, die Musik. Ich würde gerne noch ein bisschen was zu diesem fantastischen Kameramann hören. Sehr gerne, Roy. Das ist eigentlich jetzt in dem Moment schon gesagt. Also ich würde da total recht geben. Es ist ein wunderbarer Kameramann, der hat vorher, also und vor allen Dingen hat er eine unglaubliche Bandbreite. Wer jetzt Interesse an den oder einem Teil der Filmmacher, die hinter diesem Film stecken, zum Beispiel diesen Dokumentarfilm Ohne diese Welt, etwas ganz anderes zu sehen, wo auch Roy die Kamera gemacht hat und er zusammen mit Nora über einen längeren Zeitraum in Argentinien in einer total abgeschlossenen mennonitischen Kolonie, also quasi der Technik und dem Fortschritt entsagenden Kolonie gelebt hat, und die haben auf schwarz-weiß und sehr statisch gedreht, also eine komplett andere Ästhetik, und trotzdem lege ich mich da sofort hin und sage, wow, Chapeau, großartig. Die haben sich sehr gut verstanden, er kann ist sehr einfühlsam. Die größte Herausforderung, glaube ich, bei diesem Film war 67 Drehtage, sich auf die Augenhöhe mit diesem dann doch halb so großen Menschen zu bewegen und das die ganze Zeit in der Hand oder auf der Schulter zu haben. Auch das ist irgendwann vor allen Dingen auch körperlich herausfordernd. Und das Gefühl zu haben, Helena, wie wir vorhin gesagt haben, war in vielen Situationen sehr frei als Benny vor der Kamera zu spielen, wenn man jetzt, also hatte keine Markierungen auf dem Boden oder ähnliches, wie wir sonst häufig mit Schauspielern arbeiten. Und das ist natürlich für die Kamera dann auch dementsprechend eine intuitive Herausforderung. Die ja oft wirklich so nah dran ist, dass es ja echt eine Schwierigkeit auch darstellt. Da ist ja so viel Bewegung oftmals, gerade wenn das eben nicht so einstudierte Wege sind, die auch gerade Helena gehen soll. Ja.
In dem Zusammenhang vielleicht auch noch die Montage kurz angesprochen, weil der Schnitt ist natürlich ganz famos, weil er genau diese Gefühlswelten, diese extremen Schwankungen ja auch abbildet auf eine gewisse Weise, inklusive dieser Flashbacks oder dieser Gedankenblitze, wie auch immer man sie nennt, und dieses grelle Pink, was dann mal eben in den schlimmsten Situationen erscheint. War das was, was ihr so über den langen Prozess hinweg mal immer wieder ausprobiert habt, oder gab es da unterschiedliche Herangehensweisen? Das, also ich finde auch den Schnitt in der Tat sehr herausragend. Die haben sich da auch die Zeit genommen. Wir haben einen sehr eigenen Weg. Erst, also Stefan sollte es immer, sollte man Teil, die Zusammenarbeit Stefan und Nora sollte, war immer klar. Der hat aber in einem fantastischen anderen Dokumentarfilm gearbeitet, der letzten Sommer auch in Locarno rausgekommen ist, und hatte deswegen während der Drehzeit überhaupt gar keine Zeit und wollte eigentlich erst im, oder konnte erst im Mai 2018 einsteigen, 2,5 unter der Nacht Dreh. Und dann haben wir erstmal losgedreht und dann hatten wir doch das Gefühl, eigentlich müssen wir diesen langen Drehzeitraum nutzen und während des Drehs ein bisschen Szenen provisorisch schon mal schneiden, sodass wir der Sache näher kommen. Auch wenn wir es eigentlich nicht wollten. Und dann haben wir damit angefangen. Und dann ist eine zweite Cutterin, Julia Kowalenko, reingekommen, die dann auch einen ersten Rohschnitt komplett von dem Film nach dem Dreh gemacht hat. Das war auch eine sehr gute Zusammenarbeit. Und dann hat Stefan von dort übernommen. Deswegen sind sie auch ganz klar beide Cutter, weil viele Elemente schon aus diesem ersten Rohschnitt auch durchaus weiter geblieben sind. Aber wir haben auch durch diese lange Drehzeit und das sehr freie Drehen haben wir einen Haufen an Material gehabt. Das war auch herausfordernd, weil Nora und Stefan sich hingesetzt haben, gesagt haben, jetzt ist irgendwie Juni 2018, wir gucken uns das alles jetzt nochmal an. Gute Entscheidung, aber das ist für einen Zeitplan nicht die einfachste Entscheidung, wenn Menschen sich erstmal 3 Monate hinsetzen und einfach nur Material gucken. Wie viele Stunden waren es in etwa, weißt du das? Keine Ahnung, also viel zu viele. Also auf jeden Fall hat es auch unsere Planung an, ich sage jetzt mal Kostenplanung, weil jede Minute, die wir drehen und verarbeiten in der Postproduktion, kostet ja auch was, glaube ich, verdreifacht. Wir haben durchaus, aber es hat sich alles gelohnt. Es ist, manchmal plant man halt schlecht. Aber sind es vielleicht auch Teile des Erfolgsrezeptes? Ja. Sicherlich. Und Nora und Stefan waren immer sehr klar, dass sie einen relativ langen Zeitraum im Schnitt brauchen. Sie wollen sich die Zeit nehmen und ich würde auch sagen, es hat sich total gelohnt. Aber deswegen war auch nie der Plan, auf die Berlinale zu gehen. Es war immer klar, wenn wir bis März drehen, dann werden wir nicht 10 Monate später irgendwie Premiere feiern können oder 11. Und wir sind auch nach der Berlinale, haben wir nochmal ein paar Kleinigkeiten finalisiert, sage ich jetzt mal so. Aber im Schnitt haben wir eigentlich nichts mehr gemacht, obwohl das vor der Berlinale noch der Plan war, aber dann fanden ihn viele Leute gut, haben wir auch gesagt, okay, das kann man dann vielleicht auch drüber hinwegsehen, aber sehr, sehr präzise Zusammenarbeit, 2 Menschen, die sich auch mal künstlerisch reiben können und die auch spannend, da sind ja alle Leute unterschiedlich, die beiden sehr autark für sich gearbeitet haben und an einem so ziemlich späten Zeitpunkt eigentlich jetzt uns Produzenten und den Redakteur und so weiter reingeholt haben und dann nochmal intensiv Feedback gemacht haben. Aber da stand, das war im Oktober 2018, da stand schon ein sehr großes Grundgerüst, vielleicht noch 1 Stunde länger der Film, aber es war schon sehr, sehr nah dran. Was man auch dazu sagen kann, den Film, den die Berlinale eingeladen hat, war eigentlich auch 1/2 Stunde länger, fällt mir dabei auf. Aber vielleicht noch eine Frage im Rahmen der Montage zum Ende. Stand das immer fest, dass es genau dieses Ende werden soll? Man kann sich ja auch fragen, was ist da? Sie springt da ja in eine Zukunft oder Nicht-Zukunft. Man könnte ja vielleicht sogar deuten, ist das sogar schon Selbstmord oder so? Oder sie strahlt dabei, sie ist plötzlich glücklich. Was ist das für ein Ende für dich? Es ist ein anderes Ende als im Buch stand. So, das erstmal ganz faktisch. Es gab das Ende und die Albtraumsequenzen, die standen zwar im Buch, da stand aber wirklich im Buch dann Albtraumsequenz. Also es stand überhaupt nicht, was wir machen. Das hat sich eigentlich, das stand auch im Drehplan immer. Und dann haben wir es irgendwann ans Ende geschoben, weil wir gar nicht wussten, was wir da eigentlich drehen wollen. Also um es so konkret zu benennen, drehen wollen. Und das war, wir hatten eine Versicherungsfeier, die Versicherung immer gefragt, was sind denn diese, also es gab noch sehr lustige Situationen mit diesen Albtraumsequenzen, aber eigentlich haben in den verschiedenen Szenen, während wir gedreht haben, dann Roy und Nora gesagt, hey, warte mal, lass mal hier ein bisschen was mitnehmen, lass mal da ein bisschen was mitnehmen, teilweise dann im Schnitt verfremdet. Also das war wirklich, die Albtraumsequenzen sind entstanden
durch Ausprobieren. Das war nicht so vorher geplant. Das war immer nur die Vision, das muss da was sein. Das Ende war eigentlich, könnte sich Nora jetzt vielleicht mit dem Film mit Sandra Bullock leisten. Das waren sehr große Ideen. Eigentlich, es gab mal Ideen, wie wir den ganzen Flughafen, also quasi die große Halle im Flughafen mit Tausenden von Komparsen freezen und dann nur Helena. Also es war eine Verfremdung, die aber so unglaublich aufwendig war, dass wir es nicht realisieren konnten. Dann haben wir dieses Problem erstmal verschoben und angefangen zu drehen und sind dann auf dem Weg immer näher rangekommen, weil wir haben es ans Ende gesetzt, auch chronologisch war es am Ende und wir wussten halt nicht, was wir eigentlich machen wollen und kamen dann immer näher und haben dann dieses Konzept erdacht. Also Flughafen stand immer, die Reise nach Kenia stand immer, aber wie wir es entfremden, ist dann doch auch aus dem Prozess entstanden. Für uns ist es, ich kann verstehen, viele oder es gibt doch immer wieder Leute, die es durchaus als Freiheit oder Selbstmord sehen in der sicher auch die Möglichkeit, aber das wäre nie von uns intendiert gewesen. Aber ich meine, also der Film ist immer im Auge des Betrachters, nicht wie wir ihn geplant haben. Deswegen, also uns ist das alles recht. Für uns war wichtig, dass wir dass wir wieder an die Fiktionalität quasi erinnern, dass wir die Leinwand zersprengen lassen, wie am Anfang die Tür auch. Und dass wir ohne eine Lösung aus dem Film gehen. So. Was uns anspricht, was machen wir jetzt damit, ne? Wir haben ja auch keine Lösung. Also ich meine, jede Lösung wäre falsch gewesen, weil wir wissen sie nicht. Ja. Gibt es noch Fragen oder Kommentare? Ja, da. Die Kollegin kommt von der Seite. Wenn Helena so viele Filme dreht, verpasst sie sehr viel Schule. Wie kompensiert man das in dem Alter? Unbedingt. Also natürlich muss es auch von ihrer Schule immer freigegeben werden. Also das ist das Gute ist ja, ich würde uns jetzt mal als mitdenkende Menschen sehen, aber es muss ja auch nicht jeder sein. Und wir haben sehr viele Regeln, wie das sozusagen versucht wird einzudämmen, wie man mit Kindern umgeht. Trotzdem, genau, wie haben wir das in diesem konkreten Fall gemacht? Wir haben die Schule gefragt. Sie ist eine sehr gute Schülerin, muss man dazu sagen. Wir haben das Ganze, also wir sind mit den Lehrern durchgegangen, was es an, was das Unterrichtsmaterial in dem Zeitraum war. Dann hatte sie ihre Privatlehrerin, die von uns organisiert war, immer bei uns. Sie hat zu der Zeit auch Leistungssport Eislaufen gemacht für die deutsche Auswahl in ihrer Altersklasse, auch da und das eigentlich in Berlin. Dann haben wir die hauptsächliche Zeit hier in Hamburg gedreht. Dann hat sie auch die ganze Zeit weiter dann beim Hamburger SV Eislaufen sozusagen Privatunterricht mit der Koryphäe da als Trainerin gehabt. Wir haben versucht, generell ihr Leben so wenig wie möglich durcheinander zu wirbeln, wenn man das über einen so langen Zeitraum weg von zu Hause sagen kann. Also das ist irgendwas dazwischen. Aber ihre Konstanten beizubehalten. Und dann haben wir die Weihnachtsferienpause gemacht und danach noch eine Woche. In der Woche durfte sie dann einige Arbeiten nachschreiben, die sie alle natürlich wunderbare Noten bekommen hat. Keine Ahnung, sie ist so, das muss natürlich alles passen. Ihr war es aber auch immer sehr wichtig. Also sie ist sehr ehrgeizig und gewissenhaft und hat sehr intensiv die Sachen gelernt. Mathe ist nicht ihr Lieblingsfach, das muss man dann manchmal ein bisschen forcieren, aber ja, das ist, sie muss natürlich sehr stark betreut werden. Also wir haben sowohl einfach für sie eine Betreuerin gehabt, 24/7, als auch dann genau von Lehrer, von Sport und so weiter immer Menschen, die quasi ihr Team waren, nur für sie. Was mit in den Produktionskosten auch absolut, drin war. Ja. Okay, wow. Ja, dann
müsste noch, also, aber da gibt es viele Dinge, die noch nicht anerkannt sind oder anerkannt werden. Im Kinderbereich ist es Gott sei Dank da, weil auch viele Kinderfilme, also wir haben jetzt auch vor 2 Jahren einen Kinderfilm gedreht, konkret für Kinder, nur mit Kindern in allen Rollen. Das ist ja etabliert, aber genauso, wir drehen jetzt im Sommer den zweiten Film von der Regisseurin, die jetzt in den nächsten Wochen irgendwann Zwillinge bekommt und sie möchte im August und September einen Film drehen, was ich vollkommen nachvollziehen kann, unterstützen kann. Trotzdem ist das natürlich eine extreme Herausforderung und dann muss es auch von Produktionsseite möglich sein, dass man halt die Situation deutlich unterstützt und versucht mit aufzufangen und oder den Dreh auch so entzerrt, dass es funktioniert oder jetzt können wir uns auch langsam Berater leisten und die auch abrechnen im Bereich nachhaltiges Produzieren. Das gibt es verschiedene Bereiche, wo man durchaus Leute, die man jetzt nicht auf der Leinwand sieht, quasi benötigt für diesen Zeitraum, weil genauso im Bereich nachhaltigen Produzieren, ich meine, was so eine Filmproduktion verschleudert und für einen Aufwand ist, und Aufwand ist immer Energieverbrauch, das ist auch klar, da kann man auch. Ich finde es richtig klasse, dass ihr das ermöglichen wollt, weil wir haben so viele tolle Frauen, Regisseurinnen am Ende des Filmhochschulstudiums sind es 50-50 geschlechtermäßig und nach ein paar Jahren im Beruf sind es, glaube ich, nur noch 20% Frauen. Also deswegen richtig toll, dass ihr das möglich macht. Gibt es noch weitere Fragen oder Kommentare? Sonst ist meine klassische Abschlussfrage natürlich immer, weil diese Reihe eine Frage im Titel trägt, was tut sich im deutschen Film? Jetzt kann man sagen, ja, Systemsprenger tut sich. Letztes Jahr, gibt es etwas, wo du sagen würdest, das könnte das System des deutschen Films vielleicht aus diesem Film lernen? Also vielleicht Rahmenbedingungen oder dergleichen, damit sowas nicht nur ein Einzelfall bleibt? Ja, ich glaube schon, dass die Hoffnung wäre, dass es kein Einzelfall bleibt, sondern man in erster Linie halt auch innerhalb der Branche vielleicht Leute, die ja wie in den meisten anderen Branchen auch unter anderem nicht nur fürs Kulturgut, sondern auch fürs Geld arbeiten, gerade die Leute, die Filme einkaufen und verkaufen und Lizenzhandel betreiben, dass die auch an solche Filme glauben, und da geben wir jetzt mit viel Glück einfach ein Beispiel, was man vielleicht benutzen kann und das dem einen oder anderen Film helfen wird, weil wenn nicht da seit der Berlinale sehr viele Menschen und dementsprechend auch für viel Geld daran gearbeitet hätten, dass bis September so eine Aufmerksamkeit möglich ist, dann schafft man halt nicht über die kritische Masse hinauszukommen, und wäre man vielleicht mit einem gleichen Film ein bisschen unter dem Radar von vielen Zuschauern gelaufen. Und das ist sehr schade und nicht zwangsläufig notwendig. Und dafür ist es vielleicht ein schönes Beispiel. Und trotzdem hatten wir, also A ist am Ende des Tages immer der Film. So muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn der Film nicht so gut oder nicht das Thema zum richtigen Zeitpunkt hat oder wie auch immer, dann kann es auch nicht funktionieren. Aber ja, also da ist, denke ich, ein Hoffnungsschimmer auf der einen Seite, auf der anderen Seite glaube ich, bin ich da auch ein bisschen kritisch, weil der Mut von gewissen Verwertern jetzt wirklich da wegen des Beispiels loszulaufen und zu sagen, okay, jetzt machen wir schwierige Arthouse-Filme, sage ich jetzt mal so salopp, den müssen sie eigentlich nicht beweisen, weil sie können warten, bis sie ihn dann auf der Berlinale sehen und sagen, ach, der hat ja schon so viel Aufmerksamkeit, nehmen wir ihn und jetzt schieben wir ihn an. Insofern, da bin ich ein bisschen kritisch, aber es ist trotzdem ein guter Case, und ich freue mich, dass viele auch von den politischen Förderungen das aufgreifen und durchaus sagen, okay, lass mal da ruhig investieren in Filme, die nicht nur Mainstream sind, sondern eine gewisse Bandbreite geben. Wir hoffen sehr, dass dieses Statement von dir gehört wird. Wir werden das Gespräch natürlich auch online veröffentlichen. Das machen wir ja immer so. Gucken Sie gerne auch mal auf unserem YouTube-Kanal oder unserer Homepage. Da sind auch überhaupt die meisten dieser Gespräche nachzuvollziehen. Bevor ich dir danke, möchte ich gerne noch sagen, übermorgen gibt es bereits das nächste Gespräch oder den nächsten Film dieser Reihe. Dann wird nämlich Christian Allwart hier sein. Er selbst hat bereits in Hollywood Karriere gemacht und kommt jetzt mit einem Thriller, einem Genrefilm
zurück, Freies Land, ganz großartig. Er kommt aus dem hessischen Jugendheim, insofern Heimspiel endlich mal wieder zurück. Freut sich sehr drauf. Es gibt noch ein paar Karten, also wenn Sie Lust haben, dann sehen wir uns übermorgen schon wieder. Aber erstmal, wir drücken dir die Daumen, euch die Daumen. Ihr seid mehrfach nominiert mit eurer Firma, mit mehreren Filmen zum Deutschen Filmpreis. Natürlich auch mit Systemsprenger. Kinostart im Ausland, vieles, vieles Spannendes steht bevor und ich finde es großartig, dass du diesen Film nochmal hergebracht hast. Großen Applaus. Jonas Weidemann. Dankeschön. Danke.